Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die... Mathilde! Genau, Zombie-Horde. Da ist unser neues Auto, unser neues Töftöf, um cool zu sein. Nennen wir es mal Töftöf. So, Zombie-Horde, klatschen. Bevor die anfangen, hier noch schneller zu werden. Das sind aber alles hier nur eine Sorte, ne? Ja, zwei oder drei Sorten sind super, sind harmlose. Aber es muss ja nicht sein, dass die hier rumlaufen und alles kaputt machen. Ich liebe es, wenn ein Kopf explodiert. Oh, oh. Schlipsträger hat mich fast erwischt. Ein Schlipsträger? Auch nur fast. Hä? Okay, er war das mit allen Leben. Waren von oben so viele? Wo sind die hin? Ja, irgendwie sind es doch nicht so viele, ne? Also von oben sah es aus wie 20 Stück gefühlt. Ich weiß nicht, wie viele du schon gekillt hast, als ich runtergekommen bin. Ach, das kann auch sein. Ja, unsere Basis wird auch langsam immer mehr. Ja, der Baum stirbt. Diese Nacht werden wir sie noch nicht nutzen, weil diese Nacht wollen wir ja mal mobil verbringen. Genau. Oh, da oben ist direkt schon eine doofe Kuh. Wie kommt die da hoch? Naja. Punkt, Punkt, Punkt. Hast du sie erwischt? Ja. Darum, das ist wichtig. Auch gut, dass es gerade passiert. Gitter. Damit die nicht über uns fallen, quasi. Wenn sie über uns sind, dann können wir auf dem Balkon quasi und von genau oben alles abschießen, das. Aber die fallen dann über uns hinweg. Genau das ist der Gedanke dahinter. Deswegen ist das oberste Gitter auch länger als die Balkons. Aber man sieht, man muss da noch ein bisschen was machen, weil momentan könnten sie tatsächlich noch von der Seite da lang gehen. Mhm. Da bin ich gerade dran, das zu machen. Auf der Seite bin ich da schon sehr weit, auf der anderen Seite noch nicht. Aber diese Nacht wollen wir hier ja eh noch nicht verbringen. Richtig. Mich wundert es nur, dass das jetzt gerade alles Zombies in einer Sorte ist. Normalerweise so eine Zombie-Horde kann auch aus mehreren unterschiedlichen Zombies bestehen, aber die gehen alle unterschiedlich schnell. So kann es sein, dass man erstmal nur die Zombie-Varianten hat und die anderen kommen erst danach. Aber hier ist weit und breit nichts mehr. Gerade die dickeren Zombies, die brauchen natürlich ein bisschen länger. Oder ja. die kriechen oder ein kaputtes Beinchen haben. Ja. Nein. Boah, lohnt es nochmal da reinzugehen? Ich habe jetzt schon irgendwie zig Meter tief gebuddelt und dann bin ich schon zweimal abgestiegen. Und, ach, das ist ja alles. Ich finde einfach kein Eisen. Dann helfe ich dir mal schnell. Mach das. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Nacht im Auto wird. Ja, du im Auto, ich auf dem Moped. Genau. Das nächste, was wir haben, sobald wir hier das Baugedöns drumherum haben. Das kommt ja langsam zu so einem Abschluss. Müssen wir dann natürlich die Verteidigungsmaßnahmen machen, sprich Elektrozaun, Blade Traps brauchen wir. Generatoren, müssen wir wieder Motoren auseinander oder bauen oder. Genau, Verteilerdinger müssen wir machen. Aber so eine kleine Fläche lässt sich halt deutlich besser verteidigen als halt ein Haus, wo man von 360 Grad angegriffen wird. Ja. War am Anfang vielleicht nicht verkehrt, aber mittlerweile müssen wir das ein bisschen umändern. Oh nein.
Gesundheit. Ah, es liegt am Mikro, glaube ich. Immer wenn ich dieses Headset aufhabe, muss ich niesen. Hm, bist du allergisch dagegen? Ja. Was, was ich mal fragen wollte? Ja. Hier, diese Stein. Mach mal hier schräg, wo ich gerade lang gehe. Warte. Hier so, guck. Hier so, hier so, hier so, hier so. Was bist du denn? Was bist du denn? Hier. Ja. Ja. Hm? Mach mal hier auch noch Beton an der Seite. Ja, also hier, die kommen auch auf jeden Fall nochmal irgendwie so zwei, drei Dinger breit weg. So dass das dann aussieht wie hier. Ach nee, 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 nicht diese, nicht diese Wand. Die seitliche. Weil die kloppen sie ja kaputt. Was? Ja, die kommt auch noch weg. Okay. Aber so viel habe ich jetzt noch nicht geschafft. Okay, okay, okay. Gut, dann gucken wir mal, ob, wie sieht's mit Essen und Trinken aus. Oh ja, das ist nochmal ganz gut. Nahrung. Ich brauche dringend was zu futtern. Oh, ich muss trinken. Ich muss trinken. Ah, ich komme da nicht hoch. Wieso komme ich jetzt nicht hoch? Ah. Hä? Ich komme doch sonst immer da hoch. War hier ein ja, danke. Nur schnell rein. Noch was reinschaufeln. Oh, kommt mit in unseren Zwergenreich. Mal kurz hier zack und benutzen. Zerlegen. Mal einen Schluck trinken und dann gehe ich gleich wieder raus. Ja, da wo es so dunkel ist, habe ich nach links unten und geradeaus gebuddelt. Aber nichts gefunden. Wir haben ja richtig. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Wir haben ja richtig eine Eisenader angefangen zu buddeln. Das war vielleicht doch nicht so richtig. So, was nehmen wir denn? Ach, die Flinte behalten wir mal. 7. Ich habe noch ein bisschen Schuss. Ja. Die Frage ist, wo wollen wir lang? Oh, ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht. Ich würde fast sagen, dass wir immer so im Reicht nur eine Kreis Lampe? Fahren. Irgendwie, oder? Im Kreis fahren? Ja. Hier, diese großen Highways könnten wir ja nehmen hier. Ja, also wir können ja erstmal komplett bis nach Westen, bis zur Stadt und dann... Ja, ich meine, bis zum Vordorf hier. Mhm. Dann einmal hier rum durch die Stadt, genau. Sicher, dass das da unten klug ist. Da sind nämlich Löcher in der Straße unten. Ja, dann durch das verbrannte Gebiet. Ja, das würde ich auch sagen. Dann biegen wir im verbrannten Gebiet ab und fahren unsere Haustür wieder vorbei. Einmal hier so ein Kreis. Ja. Das ist der Masterplan. Also erstmal bis zu der... Kleinstadt oder wir können ja bis zur großen Stadt durchfahren, oder? Da dann rechts abbiegen. Achso, zu deinem im Schnee. Oder welche große Stadt meinst du? Nee, jetzt? Nee. Ich meine die rechts die Stadt, dann runter ins verbrannte Gebiet. Achso. Dann sozusagen bei dem anderen Händler lang. Und dann da so. Kann man auch mal. Über die Brücke da. Okay, oh, ich bin ganz aufgeregt. Wo ist dein Licht? Mach mal dein Licht an, da ich sehe ja nichts. Was sehe ich dein Licht einfach? Oh, jetzt sehe ich Licht. Okay, dann versuchen wir erstmal zusammen zu bleiben, ne? Warte mal, ich muss mal kurz tanken. Uff, beeil dich. Wo ist denn tanken? Wahrscheinlich bist du vollgetankt. Ach so, das andere war nur. Ach so. 78 okay. Heilung. Tschüss, ihr kleinen Wichser. Ich lass dich einfach mal vor. Ich glaube, du bist schneller als ich. Aber ich sehe nichts. Es ist so dunkel. Ah, so ist gut. So werde ich von hinten auch beleuchtet. Das gefällt mir. Von Hund. Oh, Wolf. Ein großer Wolf. Ich hoffe, dass wir jetzt die Zombies von unserer Basis weglocken. Ja. Das hoffe ich auch. Ja, schöne Nacht so, ganz ruhig. Oh, sieht schön aus so mit dem roten Himmel. Hui.
Übrigens, auch dieser richtig heftige Truck da irgendwie hat auch nur diese Miep-Miep-Hupe. Diese hier. Dafür hat er eindeutig mehr Platz, also... Ja. Ich würde schon fast sagen, der hat anderthalb Inventare von einem Spieler, ne? Also, ja. Sah irgendwie richtig groß aus. Bist du noch hinter mir? Ich bin jetzt gerade bei der... Ja, ich bin bei der Brücke. Das Motorrad ist halt schneller als der Truck. Ja, wir müssen ja als Konvoi zusammenbleiben. Ui. Außerdem ist das ganz schön dunkel. Das ist wahr. Na, ihr kleinen Scheißer, versucht hinterher zu kommen. Zombie überfahren. Ich muss mich voll konzentrieren, um auf der Straße zu bleiben. Irgendwie. Ja, ich habe auch Angst, dass ich mich verfahre oder so. Weil es doch schon recht dunkel ist. Ich sehe auch nur so einen Lichtkegel vor meinem Motorrad. Ja, ja. Ah, jetzt wird es ein klein bisschen heller. Weil jetzt der Mond an der höchsten Stelle ist wahrscheinlich. Stimmt. Das ist ja so schon fast langweilig, die Nacht. Wir cruisen. Ja, wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Von wem war denn das nochmal? Keine Ahnung. 5 Sterne Deluxe. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Zu lange her. Aber eigentlich, ja, wenn man keinen. Wenn man nicht möchte, dass die Zombies einen die Basis kaputt machen, dann kann man ja die ganze Zeit mit dem Fahrrad rumfahren. Schon ziemlich früh eigentlich. Das Fahrrad konnten wir ja sehr früh bauen, ne? Mhm. Ja, oder mit dem kleinen Moped. Ja, es gibt ja Leute, die stellen ja die alle 7 Tage auf alle 14 Tage. Damit sie mit dem Bauen hinterherkommen. Ja, dann ist ja keine Herausforderung da, ne? Ja, aber andere Leute sehen es halt anders. Die wollen halt nur bauen und nicht Zombies klatschen. Oh, jetzt gibt's aber Gas. Oh, jetzt hat sich die Helligkeit komplett geändert gerade. Aber ganz gewaltig, jetzt sieht man ja richtig was. Obwohl es später ist, sehen wir mehr. Aber ich muss näher rankommen, um deine Sounds zu hören. Jetzt ist deine Sounds wieder aus. Ja, ist noch ein bisschen buggy. Ist ja noch die Alpha. Vielleicht eines Tages, Mathilde, wenn wir Kinder haben und schon alt sind in Rente, vielleicht ist das Spiel dann mal fertig. Und wir spielen dann im Altersheim immer noch Seven Days. Und ihr guckt uns aus eurem Altersheim zu. Ja, genau. Was für ein romantischer Gedanke. Ja, also so ist echt easy, ne? Also so hat man die Spielmechanik ausgetrickst, quasi. Ja. Weil die Zombies kommen nicht hinterher. Nee. Ich glaube auch, die kommen dann mit dem... Gucken wir mal, ob wir es überhaupt bis 4 Uhr schaffen zu unserer alten Basis. Also zu unserer eigentlichen Basis. Ah, bestimmt. Ja, die halbe Nacht ist schon rum. Also mehr als die halbe Nacht. Gesundheit, kleine Katze. Ich glaube, wir brauchen noch ein Katzenmikrofon. Man kriegt gar nicht mit, was für Geräusche die macht. Nee.
Die Leute denken bestimmt auch immer, wir denken uns das nur aus. Der stand nicht mehr auf. Nö. Hab ihn voll mit meinem fetten Auto. Geradeaus weiter. Es macht Spaß, Zombies umzufahren. Ich bin so cool, ich cruise hier lang mit meinem Vierrad-Truck. Ja, ich guck mir gerade so ein bisschen das Motorrad an. Mit rechter Maustaste, man hat ja nichts zu tun. Ja. Man darf nur nicht vom Weg abkommen. Bin ich ja gerade ein bisschen. Darum schließe ich gerade wieder auf. Juhu! Und da bin ich wieder. Gib jetzt mal. Ey! Was denn? Alter! Was ist passiert? Wegen dir war ich gerade fast auf dem Rücken gelandet. Wie hast du das hingekriegt? Du hast mich umgefahren. Was? Ich war schon 5 Meter vor dir. Ja, von wegen. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. Ich will nämlich noch mal nach Hause kommen, bevor die Nacht rum ist. Gibst du wirklich Gas? Ja. Oh. Das Auto ist halt nicht so schnell wie das Motorrad. Ich hätte echt gedacht, es sind mehr Zombies dann hinter dem Auto her. Ja, hätte ich auch gedacht, dass die auch schneller spawnen irgendwie vor uns. Um uns den Weg vielleicht abzuschneiden oder so. Ja, also dass man, oder dass man dann teilweise so eine kleine Horde hinter einem herrennen hat. Nichts, also. Du kannst ja mal so ein bisschen vorfahren zu uns im Haus. Warte mal. Ach, ich nächste einfach links hin. War schon da. Genau. Also, wir schaffen das locker. Ja, okay. Was natürlich sein kann, ist, wenn ich jetzt als Programmierer oder als Spielentwickler fies wäre, für Leute, die mit dem Motorrad nachts rumfahren, würde ich einfach das so programmieren, dass die Zombies quasi deine Basis überrennen. Hm. Einfach nur, weil ich kann, weil der Mann es kann. Ja, hier ist gehende Leere. Tote Hose. Aber so richtig. Der Motorrad steht immer noch draußen. Ach ja. Also hier ist nichts los. Hm. Aber wir haben noch eine Stunde, ne? Locker. Ja, ich fahr jetzt noch mal um den See rum. Ich fahr zwischen den Fackeln lang hier. Ja, das ist mir mit dem dicken Auto hier ein bisschen zu... Nee, da reißt du sie ja alle mit. Da lang. Ah! Ups, bin gegen den Baum gefahren. Ah, weit und breit kein Zombie. Ah, ich fahr nochmal zu unserer Basis und... Zu der Kampfbasis. Nee, zu meiner Kampfbasis nicht. Einfach nochmal vor unserer Garage. So. Und ich geh mal vom Fahrzeug, steig einfach mal ab. Und gucke mal, ob noch was kommt. Okay. Ob überhaupt was spawnt, weißt du? Oh, da ist ein Biker. Ich habe gerade einen Biker umgefahren. Oh ja.
Jetzt kommt was? Jo, das dauert dann. Oh nein, 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 da wollte ich nicht gegenfahren. Ich fahr wieder weg. Los, ich hau ab. Ja, hat ein bisschen gedauert, aber dann kamen sie. Da kamen ein paar Hunde oder so. Also man kann ganz entspannt eigentlich Motorrad fahren. Oh, das klang jetzt nicht gut, was da ist. Ja, ich fahre einfach nochmal bis 4 Uhr in die Richtung und fahre ich mal nach Hause und gucke mal, was da so noch ist. Was umgeboxt werden kann. Kann ich aber jetzt schon drehen? Boah, Gesundheit, ey. Oh, wegen des Riesen habe ich jetzt gerade ein Auto in die Luft gejagt. Was hast du? Ein Auto in die Luft gejagt. Weil dadurch, dass ich die Hand nicht an der Maus hatte, konnte ich gerade nicht lenken, bin gegen ein Auto gefahren und das ist explodiert. Okay, aber dein Auto ist heile. Mein Auto ist heile. Bist du bei der eigentlichen Basis oder bei der Kampfbasis? Eigentliche. Dann komme ich zu dir. Was wollen wir denn heute machen? Weiß ich nicht. Also wir könnten uns ja diese Geistervilla im Schnee anschauen. Ja, das können wir machen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Break. Ah, warte, 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 ich kann's nicht gucken. Ich will nur ganz kurz gucken. Ja. Als ich hier nämlich weggegangen bin, sind hier nämlich Hunde gespawnt. Aber von denen es fehlt jetzt jede Spur. Das heißt, ich habe die ich glaube auch, dass wenn du als Spielfigur aus einem bestimmten Radius draußen bist, dass dann halt da nichts spawnt. Hm. Kann das sein? Ich weiß nicht. Normalerweise müsste ja auch eine Leiche sein. Ich bin noch nicht so lange weg gewesen. Hm. Naja. Wie sieht's mit Hunger und Durst aus? Ja, von mir aus können wir uns dann, ja, machen wir dieses Häuschen da. Okay. Also, nächste Folge, das Geisterhaus im Schnee. Genau. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne mal ein Like oder einen Kommentar. Am besten noch ein Abo. Ein Abo. Ansonsten, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.